Hallo und herzlich willkommen zurück zur Karriere von Assetto Corsa Competizione hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Das erste von insgesamt zwei Rennen stehend an auf dem Misano World Circuit. Und wir haben uns auf einem sehr, sehr guten zweiten Startplatz qualifiziert. Ich bin mal gespannt, wie das so im Rennen läuft. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein in das Rennen oder in das Setup. Und checken mal die Lage ab. Also, Wetter sieht erstmal gut aus. Können wir mal abchecken. Setup ist alles noch gespeichert. Wunderbar. Dann, jetzt Strategie. Wir nehmen mal ein bisschen mehr mit. Ja, machen mal 44 Liter. Das sollte passen. Wir starten auf den Zweierreifen, habe ich gesagt. Oder wie haben wir eigentlich die Vierer? Die haben wir auch schon ein bisschen. Ja, das ist nicht ganz so krass, aber. Ja, die Einser sind mehr abgefahren auf jeden Fall. Die haben aber weniger so Blister und so weiter. Das ist halt schon. Ja, ich versuche es jetzt mal mit den Zweierreifen. Und, was? Pitstop 26, alles klar. Läuft. Pitstop 1 machen wir mal. Das ist auch voreingestellt schon. Und wechseln dann auf die Dreierreifen. Die sind ja frisch, ne? So, ne? Genau. Die sind frisch, die haben wir uns aufgespart. Das heißt, wir gehen sehr, sehr früh rein. Und holen uns dann die frischen Reifen. Und gasen dann einfach nochmal ein bisschen an. So, jetzt die Strategie. So versuchen wir es jetzt einfach mal. Und dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Wir wollen natürlich Rennaction erleben. Und deswegen geht's gleich rein ins Rennen. Ins erste Rennen von Misano oder auf Misano, wie auch immer. Hier in der Blancpain GT-Serie im Sprint Cup. So, erste Startreihe. Schon mal schön. So, Motor an. Gang rein. Und dürfen wir loslegen? Komm, komm, komm. Jetzt. Alles klar. So, Reifen sind natürlich ein bisschen kalt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ich wünsche dir schon mal auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Rennen und gute Unterhaltung. Na, da zieht mich der Lambo schon gleich ein bisschen ab. Naja, da kommt, da überstürzen wir jetzt mal nichts. Ja, das Rennen dürfte auf jeden Fall ein bisschen spannender werden als die vergangenen Rennen in der Karriere. KI ist ja ein bisschen schwieriger geworden. Misano nicht unbedingt meine erfahrenste Strecke. Aber wir konnten schon mal immerhin die zweite Position verteidigen. Das ist ja auch schon mal was wert. Okay. Muss ja echt ein bisschen aufpassen, die Reifen sind halt echt ein bisschen kaputt. Und wir bleiben erstmal dran am ersten, das ist sehr gut. So, machen wir die Abstände rein. In der Dirty Air wird das Auto schon sehr unruhig, weil wir jetzt nicht so viel Anpressdruck bekommen haben. Ah, hier im dritten Gang war es vielleicht nicht so geil. Da sieht man gleich, wie der Lambo dann da besser rausbeschleunigt. Versuche jetzt auch nicht zu hart zu fahren, um die Reifen nicht noch mehr kaputt zu machen. Wenn die eh schon gerade da hinten links schon so angeschlagen ist. Vorsicht. Also dieser erste Sektor, das ist so mein Problemsektor. Auf Misano. Ich glaube, die anderen, die sind schon ganz gut. Oh je. Ja, was ich auf jeden Fall aufpassen muss, ist bei der Boxeneinfahrt, das haben wir ja auch gecheckt in der letzten Folge im Qualifying, die macht ganz schön fies zu. Nachher dann aufpassen, wenn es zum Fahrerwechsel geht.
Fahrzeuge wird ja mega unruhig, ey. Da muss ich echt aufpassen, das Auto nicht wegzuschmeißen. Uah, Vorsicht. Noch können wir uns ganz gut halten, aber der zieht da vorne schon ein bisschen weg jetzt. Mal gucken, ob ich dann halt, wenn ich die frischen Reifen habe, ein bisschen besser attackieren kann. Deswegen gehen wir ganz, ganz früh rein, sobald das Boxenshop-Fenster auf ist. Hinter uns der Abstand ungefähr gleich wie nach vorne. Dahinter verteilt sich ein bisschen dann weiter. Aber wir sind auf jeden Fall auf Podiumskurs aktuell von der Speed. In unserem Porsche 911 GT3 R. Jetzt da hat wieder der hinter uns ein bisschen aufgeholt. Nee, diese niedrige 35, die kann ich echt nicht fahren mit dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob es am Porsche liegt oder an mir liegt oder an der Kombination liegt. Ich kann es nicht sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der Porsche nicht unbedingt das beste Fahrzeug hier auf Misano ist. Dass diese Mittelmotorsportwagen da schon ein bisschen besser einfach von der ganzen Lage und Konzeption sind. Ein Vorteil, den der 911er hat. Joa, scheiße. Ja, das war zu Recht. Ja, die Vorteile, die der 911er hat mit dem vielen Gewicht auf der Hinterachse, das kann man hier nicht so an so vielen Stellen, finde ich, ausspielen. Das macht es halt gerade so ein bisschen schwierig. Aber ja, wir müssen ja nicht immer gewinnen. Man muss ja auch irgendwo sehen, wo die Grenzen sind und wohin man sich noch entwickeln kann. Aber den zweiten Platz jetzt halten wäre schon schön. Allerdings der Audi da hinten dran, der ist schon echt fix unterwegs. Ja, also an den Lambo da vorne, da komme ich nicht ran. Das ist eine andere Liga. Aber wenn wir den zweiten Platz echt halten könnten, wäre das, finde ich, auch ein super, super, super Ergebnis. Man muss sich da einfach immer wieder vor Augen führen, wie ich hier im Training rumgeeiert bin. Einfach gar keinen Plan von der Welt gehabt. Ja, da gehen wir jetzt rein. Holen uns direkt die neuen Reifen.
aufpassen, hier macht die Boxengasse zu. Alles klar. Okay, ja, Pit Limiter ist an, das passt alles. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hier richtig reinfahren. Da hinten ist auch noch ein Lambo mit reingegangen, habe ich gerade gesehen, hinter uns. So, da werden wir jetzt ein bisschen durchgereicht. Huiuiuiui. Also jetzt angreifen mit den frischen Reifen. Das ist nochmal über die Hälfte der Renndauer Hammer. Mandatory stop, is that clear? Come on, let's go. So, 14er sind wir jetzt. Engelhardt und Caldarelli waren auch in der Box. Mit ihren Lambos. Jetzt Feuer frei. Die Reifen sind natürlich jetzt ein bisschen kalt, aber die kriegen wir schon auf Temperatur. Vor allem sind sie frisch. Und das, glaube ich, kann schon mal ein bisschen was bringen. Jetzt machen wir jetzt einen mega Undercut gegen den ersten und gegen den dritten. Und hoffe ich doch mal, dass wir mindestens den zweiten dadurch halten können. Dazu müssen jetzt aber die Runden, die ich fahre, auch echt gut sein. Ja, Sprit habe ich, glaube ich, viel zu viel. Der Verbrauch ist doch nicht so hoch wie angegeben. Können wir uns fürs zweite Rennen merken, müssen wir mal darauf achten, wie viel wir noch am Rest über haben. Also am Ende des Rennens als Rest über haben, so rum formuliert. Das war zu spät. Nicht so eine Scheiß anfangen wie im Quali. Mit zu spät bremsen und so, gerade an solchen Stellen nicht. Es sind einige vor uns jetzt in der Box, die müssen wir jetzt alle kassieren. Hat allerdings nicht die beste Outlap hier. Vorsicht. Ja, also der Abstand ist sogar eigentlich größer geworden, auf jeden Fall auf den Lambo vor uns. Aber wie gesagt, andere Liga. Da fahre ich noch nicht, ne? Man soll nicht sagen niemals, sondern noch nicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Porsche hier wirklich so das beste Gefährt ist auf der Strecke. Vielleicht ist es das und ich stelle mich hier ganz schlecht an, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Hier sind wenig Passagen, wo ich jetzt sagen würde, es liegt dem Porsche richtig gut. Da sehe ich wirklich mehr die Mittelmotor-Sportwagen im Vorteil. Dass das jetzt eigentlich ein bisschen pushen wollte, war ich jetzt gerade in einer ziemlich Kacklinie. Geschlossen, ne? Gehen aber schnell hier. Ja, wir sind aber Zweiter geblieben, wenn ich das richtig sehe. Also, zweiter Platz können wir immerhin halten, das ist auch schon mal was wert. Ja, der Christopher Hase hinter uns
auch in Real Life ein richtig cooler Dude, den habe ich kennengelernt, ist auch schon wieder 2 Jahre her oder so, bei einem Event von Gran Turismo Sport, wo ich mal eingeladen war. Das habe ich ja nicht so viel mit Gran Turismo am Hut, aber war trotzdem ein cooles Event und da war er auch so als Gast-Real-Life-Profi-Fahrer und mega, mega sympathisch auf jeden Fall, sehr nett. Aber deswegen schenke ich ihm trotzdem jetzt den zweiten Platz nicht her. Oder seinem digitalen Abbild, sage ich es mal so. Spitz. Ja, ich würde sagen, weil das so schön ist und weil ich es einfach immer wieder gerne mache, machen wir auf jeden Fall mal wieder 1-2 stille Runden, jetzt hier gegen Ende des Rennens, weil so viel passiert jetzt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache. Deswegen können wir da ja nochmal ein bisschen auf den 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor hören. Deswegen wünsche ich an der Stelle schon mal viel Spaß.
Ja, und damit sind wir pünktlich zur finalen Runde wieder zurück. Oder ich bin wieder zurück mit meiner Stimme. Und zwischenzeitlich habe ich eine richtig gute Runde gefahren. Sogar schneller als meine Quali-Runden. Ja. Hätten mir aber auch keine bessere Startposition beschert. Glaube ich. So, jetzt aber letzte Runde nicht noch verkacken. Und das Ding jetzt schön nach Hause fahren. Und dann haben wir ein weiteres gutes Ergebnis in unserer Karriere schon mal drin. Und in der nächsten Folge gibt es dann natürlich das zweite Rennen hier. Ebenfalls starten wir da von Startplatz 2. Mal schauen, wie da das Rennen dann so verläuft. Wahrscheinlich haben wir dann wieder ein Nachtrennen oder ein Rennen in der Dämmerung. Die sind ja auch immer sehr besonders, auch weil der Asphalt einfach eine ganz andere Temperatur hat. Ja, die Abstände sind schon, finde ich, gewaltig, wie die so voneinander weg sind. Da haben wir jetzt ein relativ ruhiges Rennen gehabt. Ja, congratulations an die Lambo-Mannschaft. Zum ersten Mal gewinnt kein Porsche und ich bin der einzige Porsche, der hier mitfährt. Ja, Session Metal Gold, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zweiter Platz. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Ja, sehr schön, dann escapen wir mal an der Stelle. Müssen wir jetzt, glaube ich, trotzdem warten. Gucken wir noch, bis der Letzte da. Natürlich wieder der Reiter Gallardo. Ja, der ist ein bisschen chancenlos, einfach. Das sieht aber auch ein bisschen gebeutelt schon aus. Ich glaube, der hatte auch einen Unfall. So, wenn der übers Ziel ist, dann haben wir das endgültige Ergebnis. Aber lief doch schon mal ganz gut. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß und konntest ein bisschen eine gute Unterhaltung genießen. Da haben wir das Siegerpodest. Ja, diesmal sind nicht wir, der hier in der Mitte springt. Aber wir sind trotzdem hier. Das ist auch schon mal sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann escapen wir mal. Und da haben wir dann auch wieder das Replay, was ich gerne abspeichern würde. Das ist ja immer so ein bisschen blöd, dass man dann nochmal escapen muss. Und dann können wir das ja schon mal save Replay. Sehr schön. Und ja, quit Replay. Und ja, dann würde ich sagen, oh, guck mal hier, die Offroad Editions. ja, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe. In der nächsten Folge dann gibt es das zweite und letzte Rennen hier auf Misano. Wieder zweiter Startplatz, mal gucken, ob es ähnlich läuft, aber ich gehe mal wieder davon aus, dass wir wieder in der Dämmerung oder sogar in der Nacht fahren. Nochmal ganz andere Bedingungen und wer weiß, vielleicht schlägt auch das Wetter um. Kann ja alles passieren. Ich sage jetzt einfach Tschüss an dieser Stelle. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao!